Hallo Freunde der Wissenschaft, hier ist wieder Christoph vom Entdecker Lab und heute zeige ich euch, wie man eine Lavalampe macht. Das haben wir neulich mal ausprobiert im Kindermuseum und ich zeige euch, wie das geht. Was ihr dazu braucht, ist eine hohe Vase, Pflanzenöl, drei Gläser, Wasser, Farben. Hier habe ich Druckertintenfarben genommen und am besten nehmt ihr dazu diese Einwegpipetten, um hinterher die Wassertropfen ins Glas zu bringen. Schaut's euch an. Das sieht hammergeil aus. Was ist das? Öl. Öl, genau. Für die Blumen. So, ich gebe jetzt mal das Öl hier in die Blumenvase. Wenn ich hier Wasser nehme und das auf das Öl tropfe. Das mache ich mal, dann sieht man es ganz genau. Und ihr könnt genau hingucken, was passiert dann mit den Tropfen? Dann mischen sie mich, wieso sieht man sie im Öl? Genau, Wasser und Öl mischen sich nicht. Genau. Und was ist schwerer, Wasser oder Öl? Wasser. Wenn Wasser schwerer ist, was passiert mit den Tropfen, wenn ich den in das Öl tue? Der fällt runter. Gucken wir uns das mal an. Ja, hab's doch gesagt. Ich hab's auch gewusst. Ich bin so gut. Ja. Die Wassertropfen fallen nach unten. Langsam fallen die nach unten. Weil Öl ölig ist, zähflüssig. Und wieso ist da gerade ein Wassertropfen hochgekommen? Das sind Luftbläschen von dem Öl, die immer noch nach oben steigen, vom Eingießen. So, weil das so schön ist, noch mehr Wasser oben drauf. Ui. Ich guck's immer wieder gerne. Ja, sieht auch voll aus. Ja. Das sieht krass aus. So etwas Ähnliches habe ich zu Hause. Da kriegt man das so rum und da so ist eine, genau. Ich wollte jetzt mal probieren, so einen Tropfen Farbstoff da unten runterfallen zu lassen. Das ist genau das gleiche wie mit Wasser. Ja, im Prinzip, weil wir das ja in Wasser aufgelöst haben. Und jetzt gucken wir mal, was dann passiert. Gar nichts. Oder doch, da sind blaue Blasen. Blaues Wasser. So, und jetzt setze ich mal hier so ein paar Gruppen von Farbtropfen nach unten. Mami, darf ich ein Foto machen? So, einfach schön. Aber jetzt sitzen die blauen Tropfen da unten. Und machen gar nichts. Ich finde hier so geil, weil wir haben die Kühle, die haben selbst gebaut ist. Wir haben die Dinge. Mach doch Film. Und jetzt habe ich bei YouTube gesehen, man soll ein bisschen Salz da oben drauf tun. Was? Ja. Das Salz fällt dann auch nach unten, trifft auf die bunten Wassertropfen und dann zerplatzen die angeblich. Du jetzt hier so ein paar Körnchen oben drauf und schmeißt es mal hier rein. Ihr habt da oben vier Ferngläser. Ja. Und dann reißt es dir anscheinend unten in das Wasser rein. Bring mal zwei mit. Ah, ja. Jetzt funktioniert es. Ne? Aber wie tut die da unten liegen? Ist das Hammer? Ich hab's ja nicht geglaubt. Die anscheinend durchschlagen diese Körnchen, diese. Die Oberflächenspannung von den. Zangen da, die sehen ja aus wie bunte Perlen und sitzen da und machen gar nichts. Das ist ja faszinierend. Ja, finde ich auch. So, und jetzt kommt der Schocker. Ohne. Jetzt kommt die Brausetablette da rein. Die fällt da unten rein und löst sich in dem Wasser. Die darfst du jetzt mal reinschmeißen. Ja, und dann? Können wir auch eine essen? Was passiert, wenn man eine Brausetablette ins Wasser tut? Ah, sie löst sich auf. Genau. Und zwar nicht in den Öl, weil da löst sie sich nicht, aber hier unten löst sie sich auf. Und was passiert dann? Dann ist sie weg. Ja, sie sprudelt aber auch wie wild. Und dann schnaubt das geht und das Sprudelzeug geht dann nach oben. Kann ich dann auch mal probieren soll? Das ist die Theorie. Und jetzt gucken wir mal. Oh, hier haben wir eine essen? Nee, die sind uralt. Hier, jetzt schmeißt du die aber mal da rein und wir gucken mal alle, was passiert. Braucht ja eine Weile. Oh, die sind vergeigt. Aber habt ihr noch frische, oder? Ja, ich habe im Lager.
Ich komme zu Hause gehen hoch. Ja, aber die sind schon alt. Die muss ich weg. Oh, es geht, es geht, es geht. Brauch nicht. Kathrin. Du verpasst das Schönste. Kathrin! Kann Arian uns zwei Ferngläser geben, weil ihr vier habt? Ja. Okay, dann gib mir auch. Das ist die Laberlampe. Aber er sagt. Guck mal, und jetzt, das wollte ich eigentlich sehen. Dass diese bunten Tropfen auch wieder mit nach oben gerissen werden. Doch? Nee, bleib mal hier. Das ist hier funktionieren. Ey, mach mal auf, mach mal auf. Oh yeah. Guck mal, wie jetzt der Vulkan jetzt diese Perlen, die ich nochmal frisch gemacht habe. Ist das Hammer? Und das ist jetzt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist schon krass, das ist. Ja, dieser Wirbel da drin. Unbeheuerlich. Die sind gut, weil die so ein bisschen Retardwirkung haben. Passiert ja nichts. Weil in dem Video bei YouTube macht das nur. Dies ist so ein bisschen. Cool. Das ist ganz gut, was also, genau. Darf ich das Rot reinmachen? Ja, Janis. Ja. Wieso machen wir kein Gelb rein? Wieso? Weil dann alle Farben zusammen sind und dann ist es grau wird. Tu es mal direkt über den Vulkan. Komm, wir machen hier Janis. Die kommen gar nicht mal runter. Das hat auch so ein bisschen beruhigende Wirkung, finde ich, wenn man die ganze Zeit das drauf. Das sieht hammergeil aus. Nicht für die Brosetablette. Nee. Die ist schon noch hektisch. Die von den